Hallo, ich bin Anke und ich möchte dir in diesem Video gerne erklären, worauf man beim Kauf von einer Strömliege achten sollte, um möglichst bequem daran sitzen zu können. Außerdem gebe ich dir nachher noch ein paar Tipps, wie man mit ganz einfachen Mitteln die Liege ganz wunderbar bequem machen kann. Dazu verrate ich dir, wie die alten Bettlaken von meiner Oma noch zu Ehren gekommen sind und auch, wofür man diese etwas fiese Teppichunterlage gebrauchen kann. Wenn man beginnt, Familienmitglieder oder Freunde zu strömen, stellt man bald fest, dass es auf die Dauer doch unbequem ist, sich irgendwie neben das Sofa zu knien oder sich ans Bett zu quetschen. Der Küchentisch ist auf die Dauer auch keine Lösung, selbst wenn er anfangs treue Dienste leisten kann. Meistens erwärmt man sich daher früher oder später für den Kauf einer richtigen Liege. Worauf sollte man dabei achten? Normalerweise hat man nicht unbeschränkt Platz, sodass es in der Erstanschaffung meistens auf eine klappbare Liege hinausläuft. Diese hat die Vorteile, dass sie sich zum einen platzsparend verstauen lässt und zum anderen transportabel ist. Nachteile einer solchen Liege sind, dass sie vom Gewicht her nicht so belastbar ist wie eine stationäre Liege, meist schmaler und kürzer ist und auch nicht so gut gepolstert. Aber das meiste davon können wir mit ein paar Tricks ganz gut ausgleichen. Für Klappliegen ist normalerweise immer angegeben, wie belastbar sie sind. Je nachdem, wer bei dir auf die Liege soll, solltest du hier bei der Auswahl sicher gehen, dass das Höchstgewicht passend ist. Etwas, was ich für recht wichtig halte, ist, dass die Liege höhenverstellbar ist. Es sitzen ja gegebenenfalls mal verschieden große Leute an der Liege. Da ist es sehr sinnvoll, die Arbeitshöhe der Liege jeweils so anzupassen, dass jeder bequem an der Liege sitzen kann. Kommen wir jetzt zu dem Detail der Liege, das für mich eigentlich das Wichtigste von allen ist. Es ist grundsätzlich nicht schwer, klappbare Liegen zu finden, sei es aus Holz, Aluminium oder anderem Metall. Dennoch haben die allermeisten einen Haken. Sie werden meist durch ein Seilsystem stabilisiert und diese Seile sind häufig seitlich angebracht. Im ersten Moment ist das nicht weiter tragisch, doch wenn man jetzt mal länger an der Liege sitzt, wird das Problem deutlich. Wohin mit den Beinen? Man kann sich seitlich drehen, doch das wird auf die Dauer dem Rücken nicht gefallen. Also werden die Beine irgendwie seitlich hingequetscht und irgendwann beginnen diese Seile dann unangenehm ins Bein zu schneiden. Daher rate ich von solchen Modellen ab, auch wenn sie sehr weit verbreitet sind. Sie sind eher für Massagen, die im Stehen ausgeführt werden, gedacht und fürs Strömen nur bedingt geeignet. Zum Glück gibt es aber Alternativen. Zum einen gibt es Modelle, die noch einmal Beine in der Mitte haben. Auch nicht ganz optimal, aber auf jeden Fall deutlich bequemer und praktikabler als die Modelle mit seitlichen Drähten. Diese Liegen haben außerdem den Vorteil, dass sie meist noch etwas mehr Gewicht aushalten als die Modelle ohne Mittelbeine. Es gibt auch andere Liegen, die ganz ohne Mittelbeine und Seile auskommen. Ihre Stabilität erkaufen sie sich dann allerdings durch ein deutlich höheres Gewicht, was wiederum unpraktisch ist, wenn man die Liege viel transportieren muss. Meine Lieblingsliegen sind daher solche mit einem sogenannten Zentralkabel. Sie werden auch durch Seile stabilisiert, die Seile sind aber mittig in der Liege zusammengeführt, so dass man ausreichend Beinfreiheit zum Sitzen an der Seite hat. Dennoch bleibt ihr Gewicht akzeptabel. Kommen wir jetzt dazu, wie wir die Liege noch ein bisschen pimpen können. Wenn deine Liege eventuell nur dünn gepolstert ist, solltest du das ein bisschen ausgleichen. Warum? Beim Strömen liegen die Leute ja normalerweise auf dem Rücken. Nun gibt es aber doch einige Schlösser am Rücken oder auch das Steißbein, das nicht selten geströmt wird. Es ist für beide Beteiligten extrem unbequem, wenn die Unterlage dann zu dünn ist. Dem Strömenden wird nach einiger Zeit die Hand schmerzhaft abgequetscht und auch für die Person, die auf der Liege liegt, ist es auf die Dauer meistens sehr unbequem, auf einer Hand oder einem Arm eines anderen liegen zu müssen. Hat man eine hinreichend dicke Unterlage, kann die Hand mit dem Arm einsinken und sowohl an der Liege als auch auf der Liege kann man entspannt genießen. Um die Polsterung zu verbessern, kannst du verschiedene Auflagen verwenden. Hier habe ich zum Beispiel so eine rollbare Matte. Manche nehmen aber auch die Auflagen von Gartenliegen zum Beispiel. Am liebsten arbeite ich aber mit diesen Klappmatten. Sie sind schön dick und stehen meist auch noch ein ganz bisschen in der Breite und in der Länge über, sodass du die vielleicht etwas zu kleine Auflagefläche der Liege etwas ausgleichen kannst. Natürlich darf die Matte nicht zu weit überstehen, sonst wird es gefährlich beim Auf- und Abgehen an der Liege. Hier behelfe ich mir mit solchen Unterlegmatten, wie man sie normalerweise für Teppiche verwendet.
Die fühlen sich zwar echt ein bisschen eklig an, aber die Matte kann dann normalerweise nicht mehr verrutschen. Es lassen sich mit den Matten auch sehr gut Übergänge zu Kopfteilen überbrücken und es entsteht eine komfortable Liegefläche. Da diese Matten eine gewisse Dicke mitbringen, ist es jetzt wieder schlau, wenn die Liege höhenverstellbar ist, da man die Dicke der Matte bei der Höheneinstellung berücksichtigen kann, um die Liege auf eine gute Arbeitshöhe zu bringen. Nun haben wir die Liege und je nach Polsterung eventuell auch eine Auflage. Kommen wir nun zum Finish. Eine gute Deko ist nichts ohne Decken. In diesem Fall benutzen wir zunächst Laken und zwar je nach Unterlage sogar zwei übereinander. Das erste Laken dient dazu, dass du eine gut rutschende Oberfläche hast. Du kannst hierfür eine Decke oder auch ein Spannbettlaken oder einfach ein beliebiges Tuch verwenden. Darauf kommt dann ein weiteres Laken. Ich habe mir zum Beispiel die alten Bettlaken meiner Oma genommen und sie eingefärbt. Sie sind wunderbar fürs Strömen geeignet. Denn mit Laken zu arbeiten hat große praktische Vorteile. Immer wenn man unter den Körper desjenigen möchte, der auf der Liege liegt, kann man sich mit einem Trick behelfen. Es ist nämlich nicht immer ganz einfach, wenn man zum Beispiel auf der linken Seite sitzt und dann ans rechte Schulterblatt soll. Auch manches Steißbein ist schwerer als gedacht, was man dann merkt, wenn man es unterwandern möchte. Man nimmt jetzt einfach das obere Laken, zieht es stramm und kann dann mit der anderen Hand normalerweise problemlos unter den Körper gleiten. Dies funktioniert aber nur, wenn auch die untere Lage ein Material ist, auf dem man gut rutschen kann, das andererseits aber nicht mitrutscht. Und andererseits darf das obere Laken nicht allzu elastisch sein, sondern man muss damit eine gewisse Spannung aufbauen können, sonst funktioniert es nicht. So, und dann sind wir auch schon fast fertig. Jetzt kommt je nach Jahreszeit und persönlicher Schutzbedürftigkeit eventuell noch ein Laken oder eine Decke dazu, mit der die Person auf der Liege zugedeckt werden kann. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, mit Kissen und Knierollen zu arbeiten. Zum Abschluss noch ein schnelles Wort zu den Sitzmöbeln. Hier gibt es wiederum so viel Auswahl und so unterschiedliche Bedürfnisse, dass ich mich einer Empfehlung enthalten möchte. Ich zeige dir aber einfach noch, welchen Hocker ich verwende. In meinem Fall handelt es sich um einen sehr stabilen Rollhocker mit abgerundeter Sitzfläche. Er ist außerdem höhenverstellbar, was manchmal äußerst praktisch ist. Ich selber würde immer wieder einen Hocker mit Rollen aussuchen. Ich kenne aber auch Kolleginnen, die einen feststehenden Hocker bevorzugen. Genauso ist die Sitzform absolute Geschmackssache. Da man beim Strömen normalerweise mindestens eine Stunde am Stück sitzt, halte ich es aber für sehr wichtig, auch bei der Auswahl des Sitzmöbels Sorgfalt walten zu lassen. Zumindest wenn du öfter strömen möchtest. Dann bleibt mir jetzt nur noch, dir viel Spaß beim Strömen zu wünschen.